Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es ums Thema Laub gehen. Wie ihr schon hinter mir seht, ein riesen Laubhaufen. Das ist aber nicht nur Laub, sondern es ist auch Kompost, Mist von den Tieren und so weiter. Das heißt, es ist nur mit Laub abgedeckt und soll hier schön vor sich hin verkompostieren unter unserem ehemaligen Tomatenunterstand, den ich umplane. Das heißt, unser Tomatenunterstand wird kein Tomatenunterstand mehr werden, denn die letzten 3 Jahre, Klimawandel und so weiter, haben gezeigt, dass die Tomaten, zumindest viele von den Tomaten, die ich anbaue, sehr gut im Freiland unter freiem Himmel klarkommen und hier im Tomatenunterstand eigentlich eher ja, nicht so gut gedeihen. Deswegen habe ich mir gedacht, na klar, mache ich hier eine richtig schöne Kompostanlage draus, denn hier ist ein Dach drüber, es ist schön luftig, hier kommt genügend Sauerstoff an den Kompost, aber er wird nicht ausgewaschen vom Regen. Das ist aber ein anderes Thema, was ich sicherlich nochmal in einem anderen Video besprechen werde. Aber ich habe meinen Komposthaufen hier schön mit Laub abgedeckt. Und es soll ja in diesem Video um Laub gehen und wie ihr es sinnvoll im Garten einsetzen könnt. Wie bin ich überhaupt auf das Videothema gekommen? Es ist natürlich wieder die Zeit, das Laub fällt von den Bäumen und man sieht allerorts Leute, die das Laub kräftig einsammeln, aufs Feld bringen und dann denke ich mir so, schade. Schade, dass man mit den eigenen Ressourcen, die man im Garten hat, so umgeht und die aufs Feld bringt oder wegbringt. Denn in einem Kreislauf, so wie es ja im Garten eigentlich sein sollte, da kann alles wiederverwendet werden. Alles, was sozusagen abfällt, das kommt wieder in den Kreislauf hinein und dient dann wieder zum Beispiel als Dünger. Denn ein Laubkompost ist ein wunderschöner Kompost und der kann natürlich dann später dem Baum zum Beispiel wieder zugeführt werden und der kann natürlich auch super auf die Gemüsebeete. Ich möchte in diesem Video über 3 Methoden sprechen, was man mit dem Laub so Schönes machen kann. Und ich beginne mit der ersten Methode, nämlich dem Laubkompost. Vor einem Jahr, so ziemlich genau, habe ich schon mal ein Video gemacht über Kompost und wie man einen Komposthaufen gut aufsetzt, sodass er richtig schön heiß im Inneren wird und die Rotte ordentlich vorangetrieben wird und was es für Faktoren braucht, um einen guten Kompost zu gewinnen. Das verlinke ich euch nochmal, da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ich werde in diesem Video mit euch jetzt einen Laubkompost nicht aufsetzen, sondern mal schauen, was aus meinem Laubkompost geworden ist, den ich im letzten Jahr gemacht habe. Und den werde ich mit euch jetzt zusammen auseinandernehmen und schauen, was da jetzt in einem Jahr draus geworden ist. Diesen Laubkompost, den ich aufgesetzt habe, so ziemlich vor einem Jahr, der besteht zum größten Teil aus Laub und zwar von dem wunderschönen Kirschbaum hier. Und ich habe immer regelmäßig, wenn die Blätter von dem Kirschbaum fallen, dann räche ich mir die regelmäßig zusammen und dann schichte ich das Laub mit Kaninchenmist oder mit Hühnermist, also mit einem stickstoffhaltigen Material. Und das wird dann hier zu so einem schönen Laubkompost. Und jetzt fangen wir einfach mal an und nehmen den mal auseinander. Thank you.
braucht also immer stickstoffhaltige Materialien und kohlenstoffhaltige Materialien. Das heißt in dem Falle das Laub als kohlenstoffhaltiges Material und der Mist von den Tieren, also der Dung von den Tieren, als stickstoffhaltiges Material. Wenn ihr keinen Dung habt, dann nehmt ihr am besten Rasenschnitt, vielleicht habt ihr da noch welchen im Garten, grünes Material, oder ihr setzt euch nochmal eine ordentliche Pflanzenjauche an, nochmal ein paar Brennnesseln oder Beinwell runterschneiden und die nochmal ordentlich verjauchen und das schön über das Laub gießen. Das fördert auf jeden Fall die Rotte. Was natürlich auch geht als Katalysator wäre Urin, also eine Mischung von Wasser und Urin zubereiten und die als Ansporn für den Kompost oben drüber kippen. Oder auch den Wurmsaft zu nehmen aus der Wurmfarm. Über den Wurmhumus hatte ich ja in einem meiner letzten Videos gesprochen, verlinke ich euch auch nochmal hier oben. Das kann man natürlich auch super nehmen, den Wurmsaft. Da sind auch schon reichlich Mikroorganismen drin, um das nochmal über den Kompost zu geben. Und auch etwas Reifenkompost könnt ihr gerne mit in den Komposthaufen reingeben, denn da sind wiederum sehr, sehr viele Mikroorganismen drin, die das einfach anheizen, die Rotte. Und nach einem Jahr habt ihr dann wunderschönen Kompost, den ihr dann wiederum durchsieben könnt. Den könnt ihr für die Jungpflanzenanzucht, für die Aussaaterde zur Mischung verwenden. Das Video verlinke ich euch mal hier oben, da habe ich das schon mal gezeigt. Ich siebe mir das jetzt hier durch und dann stelle ich mir das in den Hühnerstall, nicht direkt rein, aber eben so, dass es dass nicht so viel Frost drankommt, denn auch hier sind ja wieder wertvolle Bodenorganismen drin, die unter Frost, also unter zu starken Temperaturschwankungen leiden, denn sie leben ja normalerweise im Boden und im Boden ist diese Temperaturschwankung immer nicht ganz so hoch, es sei denn, es gibt Bodenfrost, ganz klar. Aber ich versuche den jetzt zu schützen und stelle den jetzt erstmal noch eine Weile ins Gewächshaus und dann kommt der bei mir in den Hühnerstall, in den Futterraum rein. Und dann habe ich jederzeit frischen Kompost wieder für das Frühjahr, für die Jungpflanzenanzucht, um mir dann eben meine eigene Aussaaterde daraus zu machen. Und wenn ihr dann eben jedes Jahr einen Laubkompost oder eben einen Kompost allgemein aus euren ganzen Gartenmaterialien aufsetzt, dann habt ihr natürlich immer diese Ressource und könnt praktisch eure ganzen Gartenabfälle wieder zu schönem Kompost verarbeiten und könnt den dann entweder auf den Beeten als Dünger ausbringen, als Bodenverbesserer. Auf sandigen Böden bewirkt er, dass das Wasser besser gehalten wird und dass mehr Nährstoffe in den Boden reinkommt. Und auf lehmigen Böden bewirkt er natürlich auch eine Verbesserung dadurch, dass mehr Leben in den Boden kommt. Und vor allen Dingen auch, dass der Boden lockerer wird und im Sommer nicht so versteinert. Denn wir haben hier richtig krassen Lehmboden und im Sommer ist der hart wie Beton. Das ist echt Wahnsinn und da hilft auch Gießen nicht viel. Aber durch den Kompost kann natürlich der Boden richtig gut verbessert werden und ihr werdet das sehen, eure Pflanzen werden es lieben. Die zweite Möglichkeit, das Laub einzusetzen, ist natürlich, es direkt liegen zu lassen. Bei uns funktioniert das nicht so gut, vor allen Dingen nicht auf der Streuobstwiese, weil es dort durch den Wind oft weggeblasen wird. Deswegen ist das nicht so gut und deswegen sammle ich das Laub eben auch ein, räche es auf, damit ich es eben bewahren kann und zu Kompost verarbeiten kann. Aber an Stellen, wie zum Beispiel in einem geschützteren Bereich in unserem Garten, wo das Laub gut liegen bleibt, lasse ich es auch oft einfach liegen. Denn es ist natürlich auch wieder ein Dünger für den Baum. Ja, es ist wie ein Kreislauf. Der Baum verliert seine Blätter, die Blätter verrotten am Boden, das Bodenleben hat Nahrung und gibt natürlich dann wieder den Humus an den Baum zurück. Und der Baum hat eben wieder Nahrung dadurch und der Boden wird verbessert und das sieht man auch. Ich habe jetzt seit einigen Jahren einfach unter dem Baum immer alles liegen lassen. Die ganzen Kirschkerne liegen dort und ich habe auch Holzhackschnetzel ausgebracht. Das mache ich unter allen meinen Beerensträuchern und unter meinen Bäumen bringe ich reichlich Holzhackschnetzel jedes Jahr auf.
Und man kann das schon sehr gut sehen, gerade unter den Johannisbeeren. Da habe ich immer eine reichliche Schicht von über 20 cm aufgebracht, jetzt seit 3 Jahren. Und dort kann man sehr gut beobachten, was dieser Mulch macht. Er macht einen wunderschönen, humosen Waldboden, ähnliche Struktur. Und dort fühlen sich die Pflanzen natürlich super wohl. Dieser Boden ist in der Lage, sehr viel Feuchtigkeit zu speichern, sehr viel Feuchtigkeit zu halten. Deswegen brauche ich meine Beerensträucher auch bei der größten Dürre nicht zu gießen. Ich habe die nicht einmal gegossen im Sommer, den ganzen Sommer über nicht. Und auch meine jungen Bäume, die gieße ich nur im ersten Jahr. Und in den kommenden Jahren mulche ich die nur ordentlich. Das könnt ihr, wie gesagt, mit Hackschnetzeln machen, mit Laub machen. Ihr könnt tonnenweise Laub auf diese Baumscheibe bringen. Natürlich müsst ihr darauf achten, dass es nicht zu viel ist, dass es nicht unten drunter vermodert, das ist ganz klar. Aber mit den Hackschnetzeln und dem Laub ist das wirklich also ganz klasse. Und wie dünge ich dann natürlich diese Pflanzen? Wenn ich die, eigentlich brauche ich die gar nicht mehr düngen, weil die Hackschnetzel sich zersetzen und sie geben dann auch wieder ja, Nahrung fürs Bodenleben. Aber wenn ich wirklich mal sehe, die Pflanzen leiden unter einem Stickstoffmangel, wenn sie zum Beispiel gelbe Blätter bekommen, meine Beeren, dann kann ich natürlich auch super gut mit meinem Wurmsaft aus der Wurmform gießen. Oder ich mache mir eine Pflanzenjauche aus Beinwell, Brennnesseln, Schafgarbe und kann dann natürlich sehr gut auch mit Flüssigdüngern hier arbeiten und gieße dann einfach im Frühjahr, im Sommer und im Herbst fleißig mit meiner Pflanzenjauche einmal, zweimal im Monat und dann ist das auch alles in Ordnung, also kein Problem. Als dritte Möglichkeit, wie ihr das Laub verwenden könnt, ist natürlich als Mulch für eure Gartenbeete. Bei mir ist es so, ich habe lebenden Mulch, das heißt, ich versuche meine Gartenbeete nicht nackt zu haben. Ich versuche den Boden immer zu schützen. Ich sehe den Boden als lebenden Organismus, weil er ja voller Leben ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn er nicht nackt ist, geht es ihm immer am besten und ein durchwurzelter Boden ist immer der gesündeste Boden. Deswegen versuche ich meine Beete immer sofort wieder einzusehen, wenn eins nackt ist, sofort wieder einsehen. Zumindest klappt das jetzt auch schon so gut, dass sich die Ringelblumen, der Boretsch, die Phacelia und so weiter sehr gut bei mir im Garten selbst aussamen. Das heißt, selbst wenn ich es mal nicht schaffe, mein Beet einzusehen, sieht es sich selbst ein. Das sieht man vor allen Dingen hier vorne bei mir in meinem großen Mandala-Beet. Da ist alles voller Phacelia und Ringelblumen, was ich nicht selbst ausgesät habe. Und so ist der Boden immer bedeckt und was abfriert, das ist noch in Ordnung, das friert ab und es bildet dann einen Flächenmulch auf dem Beet und das brauche ich dann im Frühjahr nur noch leicht einzuhacken in den Boden und habe wieder ein fertiges Saatbeet. Das ist echt super, super einfach und spart sehr viel Zeit und Aufwand. Und sonst versuche ich natürlich mit Gemüse einzusehen. Hinten habe ich jetzt nochmal Posteleien-Salat eingesät. Deswegen brauche ich eigentlich diese Methode nicht. Aber für Leute, die jetzt keine Zeit haben, ihre Beete regelmäßig einzusehen, für die bietet es sich natürlich an, einfach die Blätter als Mulchmaterial großzügig auf den Beeten zu verteilen. Das geht natürlich super leicht und einfach. Ihr müsst nur darauf achten, dass das Laub nicht zu trocken wird, also ordentlich schön anwässern, damit es nicht fortfliegt. Vielleicht könnt ihr es auch beschweren mit ein paar alten Brettern oder sowas. Oder ein paar Knüppeln zum Beispiel, die ihr gefunden habt oder vielleicht auch in eurem Garten vorhanden sind. Und dann ist das Beet abgedeckt und im Laufe des Winters zersetzt sich das Laub und ihr habt im selben Augenblick auch wieder Dünger für euer Beet und das Beet wird im nächsten Jahr einfach kräftiger und gesünder sein. Das wäre also die dritte Möglichkeit, wie ihr dieses Laub nutzen könnt als Mulch für eure Gemüsebeete. Ich habe noch einige andere Möglichkeiten im Petto, aber ich weiß, dass es nicht alle Leute betrifft. Nicht alle haben Tiere, aber um die Wildtiere können wir uns alle kümmern. Das heißt, wir können natürlich auch Laubhaufen oder auch Reisighaufen aufsetzen für Igel, für Eidechsen, für Insekten. Wir haben hinten auf unserer Streuobstwiese einen riesigen Haufen an abgeschnittenem Material. Wenn wir mal die Bäume schneiden, dann kann das natürlich gehäckselt werden. Aber einen größeren Teil, den staple ich einfach auf. Der zersetzt sich natürlich auch über die Zeit. Der verrottet ja und sackt dann irgendwann zusammen. Jedes Jahr kommt wieder ein bisschen was drauf.
Und dort wäre natürlich jetzt die Möglichkeit für Wildtiere Unterschlupf zu finden. Es ist natürlich ein super Rückzugsort für Igel, für Eidechsen, für kleine Insekten und so weiter. Und alles, was wir von unserer Streuobstwiese sozusagen entfernen, also wenn wir zum Beispiel die Bäume im Winter schneiden, das kommt dann auf diesen riesen Haufen und da könnte man zum Beispiel auch Laub mit einfach einstreuen. Und eine letzte Möglichkeit wäre es natürlich noch, das Laub als Einstreu für die Tiere zu verwenden. Ich verwende es als Futter für die Kaninchen und ich verwende es als Einstreu für die Hühner und streue damit aber nur mit trockenem Laub. Also wenn es ein schöner sonniger Tag ist, der nicht ganz so kühl ist und das Laub ist schön trocken, dann nehme ich das und schmeiße das einfach als Schicht über den ganzen Hühnerkot. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich diese Mistmatten mache. Das heißt, im Winter tue ich so gut wie nicht ausmisten und lasse eine Mistmatte entstehen, sodass die Tiere es von unten schön warm haben. Und dann packe ich halt immer nur kohlenstoffhaltiges Material wie Laub oder Stroh einfach auf den Kot der Tiere immer oben drauf. Und dann entsteht so eine Art Mistmatte und genau, das geht ganz gut und das kann man halt auch mit Laub machen. Ja, und natürlich kommt das Laub auch auf meinen Hühnerkompost drauf. Also überall sozusagen im Garten sammle ich das Laub auf, wo es mir weggeweht wird und packe es auf die verschiedensten Komposthaufen mit drauf und so kann ich eben in der Kreislaufwirtschaft bleiben und alle Ressourcen wiederverwenden. Ja genau, das wollte ich euch einfach auf dem Weg mitgeben. Bitte pustet das Laub nicht weg oder steckt es in irgendwelche Müllsäcke, sondern verwendet es wieder und gebt es euren Pflanzen zurück, die werden es euch danken. So, eine Sache habe ich noch vergessen und zwar hier im Hühnerauslauf. Da mache ich das Laub auch sehr, sehr gerne rein, denn hier im Hühnerauslauf entsteht praktisch von allein der Kompost. Ich hake das Laub immer wieder zusammen, die Hühner schauen es immer wieder breit und ich habe von diesem Kanal hier eine super Methode für Hühnerkompost entdeckt. Und zwar streue ich da auch immer mal wieder ein paar Körner Getreide dazwischen. Das Getreide keimt in diesem Haufen schon drin. Die Hühner werden angeregt, den Haufen praktisch immer wieder durchzuschauen. Es kommt immer wieder Kompost dran und das Laub zersetzt sich dann viel schneller und es entsteht ein Kompost, weil sie natürlich ihre Exkremente mit dem Laub von alleine vermischen und sich immer wieder die Keimlinge rausholen. Und sie profitieren natürlich dann auch von diesem guten Futter, denn gekeimtes Getreide ist natürlich viel wertvoller für die Tiere, weil es viel mehr Vitamine und Nährstoffe enthält. Ja, und in diesem Sinne sage ich jetzt schon wieder fast Tschüss. Ich möchte hier noch die Gewinner bekannt geben für den Walnussbaum, einen neuen Gewinner, weil sich der Winfried bei mir noch nicht gemeldet hat. Und außerdem möchte ich noch 3x Pfirsichkerne verlosen. Die Gewinner schreibe ich auch hier hin und meine E-Mail-Adresse, meldet euch einfach und dann bekommt ihr die zugeschickt. Ja, so sieht's aus. Des Weiteren möchte ich natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass es bei mir wieder Saatgut aus meinem Garten gibt. Also guckt da gern mal vorbei, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr unser Projekt, meine Videos und so weiter hier unterstützen wollt, dann schaut da einfach gern mal rein. Dann freue ich mich jetzt über einen Daumen hoch, sammelt euer Laub fleißig ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!